made of! All engines fired and ready. Ahead full. What the flaming heckfire is that? Helmsman, cast off. Get us out of here. Belay that order. Prepare to deploy. Anthropomorphized battle engine online. It's my turn now. And I'm Steve. All systems reading nominal. Pressure inhibitors holding. You have full power, sir. Excellent. Time to get my hands dirty. Mr. President, do you mind me asking what that thing is? The Anthropomorphized Battle Engine, or A for short. He's our secret weapon. Be careful, sir. We need you to come back safely. Don't worry, Catherine. I'm a big man with a long reach. I'll keep myself out of harm's way. Oh mein Gott, wow! Ein Riesenbosskampf! Geil! Und damit willkommen zurück zu Let's Play Codename Steam hier bei Crush 4589. Es wird nun Zeit, den Weltenfresser zu besiegen. Haha, das habe ich ja schon im Trailer ein paar Bilder gesehen, aber ich hätte nicht gedacht. Boah, das. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt. Wow! So geil aussieht. Okay. Oh, verdammt. Na warte, hier, zack, zack, zack. Hoho. Verdammt, ey, ich glaube, da muss ich mich echt konzentrieren. Dampffaust hier. Einfach ausweichen jetzt mal. Kann ich ja auch mal wieder attackieren? Boah, wie kann man dann so schnell ausweichen? Ape Gatling. Ah, ein Maschinengewehr, nice. Ja. So. Ich habe schon bereits den Spezialangriff eingesetzt, okay. Bloß aufpassen. So, hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Nicht mehr viel Energie übrig. Da muss ich schnell ausweichen. Aber gleich haben wir ihn. Und tschüss. It's over. But I'll need a ride home. Mission complete. Okay. Das war geil. Aber ziemlich kurz, muss ich sagen. Victory. Na schön. Ja, ich hätte es vielleicht besser anstellen können, aber für mich war das noch neu. We can't do any more here. Time to take the Liberty home. I wonder if we'll ever see London again. I wonder as well. But right now, our country needs us, son. These people need us too. Oh, we'll be back before too long with a clever plan. You hear that, squid faces? We'll be back for you.
All stations report status normal. Now getting underway. Good. Now, fire the mega boilers to maximum pressure. And make speed for Washington. Aye, aye, sir. Okay, dann machen wir gleich weiter, ne? Mit Kapitel 5, Befreiungsschlag in Boston. We're approaching Massachusetts Bay. The wireless is up again, sir. Good. Get me the White House. Roger. Sir, we're receiving an emergency signal. Route it to the main speakers. Aye, aye, sir. Boston, we're under attack. Repeat, this is the 9th Massachusetts. We're being overrun by monsters. Please, we need reinforcements. Those creeps are here too? Where are they coming from? And how many are there? It's madness. Agreed, but our questions will have to wait. What are your orders, sir? Agents, the 9th needs your help. Helmsman, set course for Boston. Aye, aye, sir. Unser Militärstützpunkt in Boston wird angegriffen. Ich erlaube nicht, dass wir tatenlos zusehen, wenn die Soldaten Hilfe brauchen. Sorgen Sie dafür, dass die Andringlinge aus unserer Basis vertrieben werden. Geht klar. Mit Tom an Bord haben wir ein aufgewecktes Team beieinander, würde ich sagen. Wenn es in den Kampf geht, sollten die Zahl der Agenten aber überschaubar bleiben. Sie müssen also entscheiden, welche vier für die nächste Mission am geeignetsten sind. Möchten Sie einen Agenten auswechseln, können Sie das zu Beginn des Sektors tun. Verletzte versorgen wir hier an Bord, damit Sie im nächsten Sektor wieder fit sind. Ah, gut zu wissen. Aber gehen wir nochmal zurück zum Konferenzraum. Hier ist England und in Amerika. Unser Land befindet sich im Kriegszustand. Unsere mächtigste Waffe ist Ape. Wir wissen nun, dass er den Feind zurückstoßen kann. Allerdings zu einem hohen Preis. Ape wird komplett repariert werden müssen. Ich gebe zähneknirschend zu, dass ich die Stärke des Feindes falsch eingeschätzt hatte. Als solch Fehler wird mir kein zweites Mal unterlaufen. So schnell als möglich müssen wir die Rätsel lösen, die unser Widersacher uns aufgibt. Wie groß ist die Zahl unserer Gegner? Woher kommen sie? Was genau wollen sie? Wir brauchen Antwort auf diese Fragen. Indes dürfen wir nicht unnötig abwarten. Der Feldzug gegen diese Gräuelwesen beginnt hier und jetzt. Wir werden kämpfen. Das werden wir müssen. So, wir haben ja jetzt wieder einen neuen Boiler bekommen. Sanitätertornister. Ist wahrscheinlich für die Healer. Vielleicht gibt er ein mehr Bananenbüchse. Das ist... oh mein Gott. Vielleicht bekommt man dadurch mehr Gesundheit. Und man kann... Und man kann da jetzt praktisch... Oder man kann... Oder die ganzen Medizinwaffen werden verbessert. Keine Ahnung. Wieso eigentlich ist mein Lieblingsagent John? Egal. Na schön. Was sagt eigentlich die Enzyklopädie? Mein lieber Schwan, sind wir schon in Amerika? Die Liberty geleitet ein geflügeltes Säugetier, das Hades entrinnt oder so. Mich hat es 7 Tage gekostet, England zu erreichen und ich stand am Ruder. Dampf verändert die Welt, darauf können sie Gift nehmen. Neurotoxin zum Beispiel. Den Nationen die Dampfkraft zu nutzen wissen, wird die zu nutzen wissen, wird die Welt zu Füßen liegen. Die Hoffnung ist, dass Amerika in aller Ewigkeit für das Wohl der Allgemeinheit agiert. Und dafür müssen kommen. Der Erfindergeneration lernen, ethisch zu entscheiden. Tom, falls Sie unterwegs sind, diese Belang wünschen dich zur Verfügung. Die Welt. Ape. Boah, das war schon. Mit dem Face von Abraham Lincoln. Echt cool. Der Blindschlitzer. Das war eines von diesen verflexten Viechern. Nestla. Das ist echt... Mann.
Ja, das war leider Gottes der Fall bei diesen Viechern. Die waren sehr schwer zu treffen. Hm. Und der Weltenfresser. Na schön. Immerhin haben wir jetzt auch Tom an unserer Seite. Aber sind das jetzt schon alle gewesen? Hm. Ich glaube, dass vielleicht noch ein paar Agenten zu uns stoßen könnten. Na gut. Genug Zeit vergeudet. Es ist nun Zeit. Oh, wir haben jetzt diesmal wieder 3 Sektoren. Oh. Blindschlitzen und Irrwischen. Irrwische, sind das vielleicht diese verdammten Elefanten? Und den Blindschlitzer, die sind leider besonders zäh. Okay, dann mal los. Starten wir also jetzt durch. Was ist jetzt am besten empfohlen? Da muss immer Tom dabei sein. Tom hat da keine Sekundärwaffe. Vielleicht sollte ich mal wieder... Ja, ich brauche einen Healerin im Team. Das ist unabdingbar, weil Tom hier könnte zwar mit seiner Scherzkanone, er kann da zwar ganz gut gegen diese Nestler zielen, aber das Zurückstoßen bringt auf Dauer nichts. Er kann auch ziemlich gut springen, das gebe ich zu, aber wenn, dann habe ich als Springer ja Löwe. So. Ja, das kann er. Vielleicht kann ich seine Sekundärwaffe einrichten. Geht das vielleicht? Ist komisch, dass der immer empfohlen wird. Das muss einen Grund haben. Der hat keine Sekundärwaffe. Oh doch, jetzt bekommt er eine. Das Dampfgewehr, damit könnte er schießen. Er hat ja besonders viel Dampf, der Gute. Da haben wir die Dampfmuskete. Die Bananenbüchse. Die könnte... Aber er kann ja springen. Also gut, ich werde ihn mal ins Team nochmal nehmen. Und... Oh ja. Dieser Boiler wäre doch gerade richtig geeignet. Den bekommt er auch. So, ich denke, weil er kann ja mit seinem Erste-Hilfe-Colt heilen. Damit denke ich mal, müssen wir bereit sein. Lassen wir es also so, wie es ist. Puh, dann mal los. Bereit für den nächsten Einsatz. Im nächsten Sektor werde ich dann wieder Lilly reinholen. So viel ist sicher. Das ist ein schöner Haufen hier. Begin mission. Oh yeah. The fort is overrun with aliens. It is crucial that we take it back. First you'll need to get inside. Der Irrwische ist ja dieser gottverdammte Schießwütige hier. Den könnte ich jetzt schon ein bisschen Schaden zufügen, aber das bringt mir nichts. Am besten bleibe ich in Deckung. Ich wünschte, hier gibt... Oh, hier drüben ist auch noch ein Feind. Und ein paar Münzen. Was der wohl hier verloren hat. Ist halt blöd, dass da immer wieder Feinde auftauchen können. Am besten schleiche ich mich hier durch. Geht nicht. Der kann mich entdecken und dann mich abballern. Kann ich da hochspringen? Ja, schon. Da könnte ich den... Ja, da kann ich ihm das Zahnrad reichen. Das ist einer von denen... Ja, genau. Karbunkel. Die könnte ich doch nutzen, um... Wenn ich den jetzt richtig stoße, dann...
Ach, verdammt. Der ist zu weit entfernt, der eine. Okay, er befindet sich hier oben. Hm. Das was zu bedeuten? Ich muss da wieder abspringen. Damit ist doch bestimmt... Ha. Ich frag mich, wofür die Bananenbüchse gut ist. Ah, damit kann man Bananen schießen. Oh, das ist... Ja, ich verstehe schon, was das sein soll. Ach, ich befinde mich jetzt so nah bei den Gegnern. Die könnten mir alle wirklich Schaden zufügen und Tom kann nichts machen. Hm. Ich kann auch mal von hier aus nicht zielen. Das gibt's aber nicht. Schön, wenn die jetzt mir... Die sollen ihre Aufmerksamkeit ruhig auf mich richten. Ja, richtet eure Aufmerksamkeit nur auf mich. Wenn ihr mir zu nahe kommt, ballere ich euch ab. Und John kann ja da oben bleiben und auch Rückendeckung geben. Von oben. Es hat bestimmt einen Grund, weshalb er da oben ist. Ich gehe einfach mal runter. Ich kann sonst nichts machen hier. So. Er gibt auch Feuerdeckung. So. Jetzt sind wir schon mal vorgerückt. Jetzt kommen die Gegner dran. Ja, ja. Kommt nur zu mir runter. Oh ja, stimmt. Verdammt. Ja, ja. Kommt nur her. Jawohl. Jetzt kassierst du. Und hier noch eine. Verdammt. Och nee. Oh ne, der nächste kommt und greift gleich an. Aua. Na, warte. Ach, je. Die kommen jetzt alle auf mich zu. Oh, wow, wow. Bleib bloß weg, Freundchen. Den müsste ich als Waffe selber verwenden. Der, was gerade bei Tom ist. Hm. Frag mich, was der Bananenschale... Ah, ich verstehe. Da kann eine Bananenschale hinlegen und dann... Dann kann der Feind da drüber. Okay, ich verstehe. Ich kann also eine Falle stellen. Das ist gut. Aber ich schätze mal, die Scherzkanone wird jetzt eher benötigt. Aber den werde ich jetzt noch nicht vergeuden. Obwohl mir bleibt keine andere Wahl. Okay, Tom. Ja, kannst ein paar Schritte zurückgehen. Wo war er zuletzt gestanden? Da, hier. So. Und. Bam! Yes. Ja, wir haben mehr als genug Feinde hier. Tom kann ja zum Glück mit denen fertig werden. Hm. Und jetzt hier. Lesen wir das mal durch. Schon gewusst, Agenten, die eine Mine gelegt haben, nehmen diese automatisch wieder auf, wenn sie über eine laufen. Eine Mine? Ja, aber die Frage ist, wo kriege ich eine Mine her? Das sind ein Haufen von denen. Das ist ein Blindschlitzer. Den könnte ich nutzen. Hier. So. Das müsste meine Chance sein. Zack. Hoho! Genau das wollte ich doch erreichen. Nice. Und damit kriege ich ein neues Zahnrad. Haha. Aber jetzt hat er mich... Jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Ich muss da wieder weg. So. Er könnte mir jetzt möglicherweise auflauern und Tom hat leider Gottes nur wenig aus. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich einen Haufen Feinden. Das
sind ein Haufen Feinde bei mir. Die Blindschlitze vor dem, die sind besonders hartnäckig und deren Schwachpunkte sind sauschwer zu treffen. Das ist wirklich blöd gerade. Ich habe vielleicht Glück und der trifft mich dann nicht, aber das bringt mir natürlich nichts. Ich muss mich in Sicherheit wiegen. Obwohl, hier, den müsste ich jetzt damit... Das macht mir nichts. Wenn ich dich jetzt abballere, mein Freund, bist du fällig. Du musst jetzt nur genau zielen. Achtung, fertig, Feuer! Wieso hat das jetzt weniger Schaden gemacht? Oh, shit. Oh, oh. Der Löwe. Das wird jetzt heftig wehtun. Deswegen sollte Henry gleich seinen Spezialangriff auspacken, wenn schon so viele Feinde in der Nähe sind. Oh, das reicht aber nicht, um beide zu killen und auch nicht beide zu treffen. Oh, jetzt könnte ich doch beide treffen. Na schön. Okay, dann los. Adlerangriff. Boah, 220. Und die sind noch immer am Leben. Ja, aber jetzt kann ich ihnen den Rest geben. Ich habe keinen Dampf damit verbraucht. Sehr schön. So. Ha. Man sollte auch seine Spezialfähigkeiten nutzen. Aber da ist noch einer übrig, da oben. Und da, vor dem Tor, ist auch noch einer. Und da sind mehr als genug hier. Und da kommen bestimmt noch welche nach. Am besten sollte ich also jetzt nicht so viel Zeit mit denen verschwenden. Gut. John kann sich jetzt in der Zwischenzeit mal vorbewegen. Und in Alarmbereitschaft sein. So. Hier bleibe ich mal stehen mit ihm. Mehr kann ich nicht machen. Immerhin habe ich jetzt einen Haufen Feind. Damit ordentlich Schaden zugefügt. Nice. Okay. Also ich habe wenigstens jetzt einen Haufen Feinde erledigen können mit dieser Taktik. Dank dem Spezialangriff. Oh, bitte bleib weg. Dankeschön. Die sind besonders gefährlich. Oh, da kommt der Nächste. Tom sollte jetzt, glaube ich, lieber von hier verschwinden. Ach nein, da kommt Nachschub. Das ist nicht so knapp. Und das ist nicht so knapp, ey. Heilige Scheiße. Die sind hier. Das ist jetzt blöd. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann haben die mich im Visier. Die verstecken sich da schon dahinter der Deckung. Wenn ich bloß eine Mine legen könnte. Natürlich! Meine Bananenbüchse. Wenn die jetzt zu mir kommen. Das ist ja wie eine Mine. So. Wenn die es wagen, mir zu nahe zu kommen, dann bekommen sie ordentlich eine... Dann rutschen sie bei der Bananenschale aus und möglicherweise werden sie davon auch betäubt. Die Bananenschale. Achso, ich kann ja auch mit ihm einen Spezialangriff einsetzen. Schabernack, übersehe die gewählte Fläche mit Landminen. Ha! Das ist... Wow! Das ist mal ein netter Angriff. Ich muss dafür mich anders positionieren. So komme ich da nicht... Ja, da ist leider Gottes noch ein Feind hier in der Nähe. So. Wenn die Gegner dann versuchen, von ihrer Deckung zu kommen, dann kann ich das ganze Feld hier mit Landminen versehen. Ein bisschen noch besser positionieren. So. Das sieht gut aus. Diese Fläche ist mit Landminen übers. So.
Dann mal los. Oh Gott. Das wird den Feinden bestimmt nicht schmecken. Was hat er überhaupt für einen Spezialangriff? Löwengebrüll, Schad und Gefanden betäubt zugleich. Nice. Jetzt nur noch Johns Angriff. Hammerschlag, richtig schweren Schaden bei umstehenden Feinden an. Alles klar. Also das merke ich mir. Ab jetzt sollte ich auch Spezialangriffe verwenden. Das mache ich so selten. Das ist wahrscheinlich mein Problem gewesen bislang. Hier ist ein Heilbuch. Naja, der steht schon in der Nähe. Bereit zum Angriff. Am besten bleibe ich hier in der Nähe. So. Ach, das ist blöd. Ich hoffe, John kann hier Feuerdeckung geben. Okay, Löwe. Wenn er es mit der Armbrust schafft, ihn zu attackieren, wenn er zu nahe kommt, dann, ja, gute Nacht für den, weil dann müsste er seinen Schwachpunkt direkt erwischen, hoffentlich. Stelle ich mich am besten gleich in die Nähe. So, damit ich das öfteren kontern kann. Tom bleibt hier mal in der Zwischenzeit. Obwohl, das sind dann die Feinde. Am besten sollte ich da eine Bananenschale auslegen. Bevor sie auf die dumme Idee kommen, mir zu nahe zu kommen. Das ist albern, aber bestimmt effektiv. Gut. Deren Zug. Oh, nein! Wie ist der hierher gekommen? Verdammt! Oh, haha, die Bananenschale hat ihn erwischt, endlich. Immerhin. Ha! Huhuhu! Wow, was, die leben noch? Aber die fahren alle auf die Mine rein. Oh Mann, Tom. Ja, leider Gottes. Und hier? Ich kann mich jetzt nicht bewegen, weil die auf mich abballern, oder? Und doch, ich kann mich bewegen. Ein Glück. Ich muss die wegschupfen. Scherzkanone aktivieren. Mit beide treffen? Schön wär's. Das bringt nichts. Ich muss hier weg. Der arme Tom. Bloß blöd, dass der jetzt hier im Weg steht. Ich möchte hier runterspringen. Also geh mir aus dem Weg, du. Ach. Bisschen weiter weg, damit ich Luft sparen kann. Also Dampf. So, das reicht. Und, ja. So, ich muss hier runter zu den anderen. Verdammt, kann ich nicht runterspringen? Shit. So, jetzt aber. Wow. Ja. Scheiße. Na schön. Ich muss Tom beschützen. Problem ist, der von oben wird dann auch noch runterkommen. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren sollte hier. Ich kann ja versuchen, ihn zu heilen. Mit meinen Erste Hilfe Colt. So, Tom. Jetzt sind wir geheilt. Boah, das hat aber ein wenig gebracht. Verdammt. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, weil jetzt sind viel zu viele nahe beieinander. Und die werden jetzt bestimmt alle attackiert von den ganzen Viechern. Ich
muss deren Aufmerksamkeit auf John richten. So, Achtung, fertig, kabumm. Jawohl, und auch noch direkt in die Mine rein. So wie sie es gehört. Hier sind immer noch so viele, es sind gleich zwei von denen hier. Die können mir jetzt alle auf einmal Schaden zufügen. Na schön, ich muss es wohl jetzt hinnehmen. Immerhin konnte ich mich jetzt mit Tom in Sicherheit bringen. Oh, ja, er kriegt trotzdem volle Kanne eine ab. Es ist mal gut hier. Ja, chill mal. Ach Gott, der geht voll ab. Oh Mann. Da kommt auch noch der eine. Ist mal gut hier. Meine Kameraden. Oh Mann. So eine Scheiße. Ja, so eine Scheiße aber auch. Müsste das so eine Speicherplatte. Oh Gott, diese Mission ist aber wirklich schwer. Hier helfen nur Spezialtechniken. Oh, Löwe ist in der Nähe eines Speicherplatzes. Ich hoffe, ich habe genug Kohle, um das zu bezahlen. Gut, ja. Immerhin habe ich jetzt genug Geld. Ach, Löwe. Muss den Speicherplatz nutzen. Die Minen haben anscheinend nicht wirklich viel was gebracht, weil das sind immer noch so viele Feinde. Oh, alle aufladen. Jetzt geht's ums Ganze. Oh Mann. Boah, das Spiel zieht sich jetzt langsam zu. Boah, diese Blindschlitzer, die sind echt heftig. Aber die gehen ja immer voll ab. Dazu noch diese hier. Versuche ich mich jetzt nach vorne zu bewegen. Hey, ich kann ja die Minen aufsammeln, oder? Nein, kann ich nicht, was? Oh shit, wie wär's mit Tom? Ja, ich habe ja gespeichert, also komm, sammel die auf. Ja, die sammelt sie auf, na toll. Nur die anderen nicht, komischerweise. Aber dafür verbraucht er Luft. Wenn ihr die Minen aufsammelt, was bringt das? Na, wisst ihr was? Ich versuche nochmal beim Speicherplatz nochmal neu anzufangen. Also bis gleich. So, wieder zurück im Einsatz. Jetzt muss ich das irgendwie anders angehen. Ich muss den Feinden entgehen, weil dann schlagen sie vielleicht blindlings herum. Dann wissen sie nicht, wo wir sind. Es sind auch noch die hier. Die können uns ja auch noch von der Ferne attackieren. Wieder ballern sie uns ab. Was ist das denn? Wieso ist das ein Grasbüschel? Ich dachte, das hätte was zu bedeuten. Diese Münzen, wenn diese in Grasbüscheln versteckt sind. Ich muss von der Mine fernbleiben. Der tritt uns ja leider auch nicht den Rücken zu. Mann. Es sind so viele Feinde hier verteilt. Schon mit einem könnte ich wenigstens hierher gelangen.
Die Minen sollte ich nicht mit ihm aufsammeln. Dreht er mir eigentlich den Rücken zu? Nein. Der müsste... müsste vollen Blick auf mich gerichtet haben. Weg von den Minen. So. Am besten gebe ich jetzt den Kameraden hier Rückendeckung. Wenn er zu nahe kommt, kriegt er einen auf den Pelz auf. Verdammt! Ich war nicht an denen vorbei. Das ist blöd. Na schön. Jetzt bekommst du eine... ein Pelz gebrannt. Nicht vorhanden, ein Pelz gebrannt. Ach, da ist ja auch noch der. Bringt das überhaupt was? Ich wünschte, ich könnte wirklich zu viel Schaden gegen Gegner zufügen da. Ich wünschte, ich könnte auch seinen Schwachpunkt direkt attackieren. Ja, das hat zwar mehr Schaden zugefügt, aber auch mehr nicht. Herrgott. Das bringt nichts. Ich muss einen Spezialangriff einsetzen. Okay. Und boom. Oh ja, und wie. So. Mehr kann ich nicht machen. Wenn er zu nahe kommt, wird er auch abgeballert. So einfach ist das. Jetzt ist noch Löwes Spezialangriff da übrig. Na schön. Dann mal los. Nächstes Mal schaffe ich es vielleicht hoffentlich, ohne dass einer down geht. Yeah, Schwachpunkt attackiert. Au, 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 au. Na, bloß mich nicht in die Minen stoßen. Und tschüss. Immerhin ist der jetzt auch weg vom Fenster. Oh. Ha! Nicht erwischt. Bam! Tom kann zum Glück sehr oft kontern. Warte. Oh oh. Bleib weg, du! Jawohl. Jetzt drehen die echt durch hier. Hat er seinen eigenen Kameraden gerade erwischt? Bleib bloß weg. Nein. Gott, der arme Tom. Boah, wie viele sind denn das noch? Beendet mal euren Zug. Oh Gott, die kommen mir schon gefährlich nahe. Nein, Verstärkung. Oh, sind das Blindschlitzer? Wenn das Blindschlitzer wären, dann habe ich eine Chance. Dann passt das schon. So. Weil den hier... den Irwisch kann ich erledigen, wenn ich auf seinen Schwachpunkt ziele. Ja, er hat mich im Blick. Aber ist auch gut so. Achtung, fertig. Und... Feuer! Yes. Aber die halten jetzt viel mehr aus, kommt mir so vor. Wir sind also blind. Ja. Wir müssen mit Tom hierher kommen. Ach. Henry kann ihn lieber heilen. Soll ihn lieber heilen. Das ist ein Erste-Hilfe-Colt. Für alle Fälle. So. Aber hat er echt seinen eigenen Kameraden erwischt? Oder... weil irgendwie... ist mir so vor. Ach, eieiei. Kommt da leider nicht hin. Das sind zu viele von denen. Ich muss sie von der Ferne abschießen. Oh, wie viele das sind, ey. Ist nicht gut. Ist alles andere als gut. Ich muss aufs Glück hoffen, dass ich sie noch betäuben kann. Scheiße. Der hat mich auch im Visier.
Der ballert mich jetzt dann auch noch ab. Es wäre schön, wenn er in die Mine treten könnte. So müsste ich mich zur Mine hin bewegen. Es sind leider Gottes zu viele von denen da. Wünschte, ich hätte mehr Dampf. Na schön, ich habe dafür auch meine Löwenattacke. Er betäubt sich zugleich. Bringt das aber mir was, weil danach haben sie sich wieder erholt und wenn sie am Zug sind. Das ist blöd. Die könnten mich jetzt alle erledigen. Henry muss leider Gottes jetzt den Feinden ausgesetzt sein. Muss auch von der Mine ein bisschen weg. Und John? Oh ja, da ist auch in der Nähe eine Mine. Bloß weg da. Diese Blöde hier, der macht mich wahnsinnig. Den kann ich auch nicht erreichen. Der schießt auch mit Granaten. Leider Gottes. Der hat mich bereits im Blick. Wie mache ich das jetzt hier? Ich bin ja umzingelt von Feinden. Und die alle drehen jetzt richtig am Rad. Ich wette, die killen jetzt einen von uns. Egal, ich muss es wohl jetzt darauf ankommen lassen. Dann mal los. Auf gut Glück hoffen, dass es wenigstens einer überlebt. Ho. Alle ziehen gleich auf ihn. Jawohl. Oh yeah. Betäubt. Hoho. Und dazu noch eine Mine. Und noch eine Mine. Haha. Und noch eine hier. Bam. Autsch. Das muss ich leider mir gefallen lassen. Aber er schiebt mich weiter voran. Ja, tu das nur, mein Freund. Ja, da kommt er leider näher und schießt auch schon. Och Mann, ey. Nee. Du bleibst schön weg. Ha, betäubt. Oh, der schadet seinen eigenen Partner. Ich glaub's nicht, ist der blöd. Die können nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Wie blöd sind die eigentlich? Okay, das ist wenigstens gut. So, jetzt kann ich mich auch von denen entfernen. Ich glaube, Löwe kommt jetzt bestimmt zum Ziel. Er folgt dem Tom. Okay. Tschüss, hier in den Nulpen. Hätte ich natürlich besser machen können, wie immer, aber hey, der Weg ist das Ziel. Wenn man, solange man das Ziel erreicht, dann passt das schon. Ja, und wieder die Parts werden dadurch jetzt leider Gottes immer länger, weil die Sektoren immer mehr von abverlangen. Na gut, aber wenn das euch trotzdem gefällt, bitte ich dich zu bestätigen mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, beim zweiten Sektor, der hoffentlich jetzt vielleicht etwas einfacher wird. Ich muss halt mir nur eine bessere Strategie überlegen. Dass ich vielleicht die Kameraden ein bisschen verteile. Wir werden sehen, wie ich das noch anstellen werde. Also danke fürs Gucken und bis zum nächsten Part von Let's Play Codenames Team. Also danke nochmal, dass ihr dabei wart und ja, auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Codenames Team. Also ciao!